Hallo Freunde und willkommen zurück zu South Park The Fractured But Whole, wo wir endlich unsere wahre Religion gefunden haben und außerdem einem schwulen Fisch geholfen haben, dass seine Mutter in den Himmel kommt. Ja. Außerdem haben wir endlich, beziehungsweise heißt endlich, aber wir haben den Ich Rassismus in finde der euch schon noch, Stadt. Miezis! Was wollt ihr eigentlich von mir? Wir haben den Rassismus auf jeden Fall in der Stadt bekämpft, erfolgreich, indem wir die Polizei hops Wie genommen haben. demontieren wir? Los, mein Arsch! Und jetzt gucken wir mal, was denn die Freedom Pals als nächstes so Mein Saugrüssel starten. steht offen vor Erstaunen! Und wir wollen gucken, wie das denn ist mit, ja, was als nächstes kommt. Ich Sieh weiß auch kein gerade Fett! nicht Meine einzigartigen hundertprozentig, Talente im Dienst der guten was Sache! so kommen Nicht mal könnte. fertig, Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Erstmal gibt's aufs Maul. So, konzentrieren wir uns auf den Kampf und danach quatschen wir weiter über, was wir jetzt vorhaben. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung! So. Du kannst natürlich immer nur den einen erwischen. So. Gehen beide. Ups. Todesschrauber! Das war Ja! voll Ein vergeigt. klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Wer ist das nächste? So, jetzt wird pausiert. Einfach voll verdreschen, weil an den Heiler da hinten Von der kommen wir Arsch leider der eh nicht Kuh gebe dran. ich Gas! Ich bin jetzt dran! Voll machen! Oh, mach doch Nehmt eure nur. Medizinzwerge! Du bist voll am Ende! Dafür bist du mir echt was schuldig! Hier kommt Ja. Mysterion! So, wir könnten den Kerl da ranziehen. Angriff aus dem Hinterhalt! Dann haut Wunderarsch Leg ihn. dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an! Und auf Wiedersehen. Ja, machen wir sie platt! Moskito-Blutjagd! So. Du schaltest die beiden aus. So geht's! Und Start dann klar! bleibt nur noch er hier über. Ping, 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 ping! Freut euch, Bohr! Für Viertklässler seid ihr echt sehr Brocken! Du haust zu, ist okay. Lass dich da von deinem Freund massieren! So, Wenn ich nicht dein schlimmster Mysterion. Albtraum bin, will ich's werden! Verdresch ihn. Feind erledigt! Erledigt! So, mal wieder ein paar Viertklässler, Sechstklässler verdroschen. So. Was? Ja, wir müssen zu Tokens Haus. Na dann, wir haben da ja glücklicherweise einen Kann ich von behilflich sein? Schnellreisepunkt. Sollten wir ja haben. Ja, perfekt. Läuft gut, Wunderarsch. Wir sehen uns. Jo, beim nächsten Mal. Wir sind jetzt gleich bei dem Treffen, also. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Ja. Okay, wir können jetzt Classy rufen. Königin der Pfarrerflucht. Ich kann mir vorstellen, was sie macht. Aber gut, bei dem Titel bleibt da auch eigentlich der Fantasie nicht viel über. So, Jungs. Das gleiche Problem wie in Cartman Space. So, was gibt's, Jungs? Franchise-Plan. Man kann ja kaum noch was erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Tim. Wer zum Teufel tut sowas? Ich wette, das waren die Sechsklässler. Nur die haben so wenig Stil. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Ja, Siri. Eine neue Videonachricht. Spiel sie ab. Vollbild. Wo sind wir?
sind doch Wunder aus Eltern. Das ist eine Nachricht an Kuhn and Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Da! Da! Der schlägt mich! Hast du das gesehen? Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Humankind? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Pearls ankotzt! Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sagt's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite, Wunderarsch! Du glaubst mir doch, oder? Ich beweise meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! Alle durchgedrallt. Ja. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Moment, neue Klassen. Wir können Dinge ersetzen. Möchte ich aber eigentlich nicht. Haben wir denn Speedster, Brutalist, Blaster, Elementarist, Cyborg, Psychiker, Assassine, Gadgetmeister, Pflanzmagier, Kampfsportler. Nö. Und das hat uns jetzt was gebracht? Ich weiß es nicht. Sehr gut. Berserkerat. Ist nicht gut. Haben aber auf jeden Fall auch neue Artefakte, unter anderem neue DNA. Was haben wir denn? Ach ja, die der alten. Unmenschliche Stärke. Unser Mumm geht halt runter. Unser Hirn geht durch die DNA runter, aber das ist okay. Hier würden wir auch Gesundheit verlieren und Muskeln und Hirn bringen uns halt nichts. Ja. So, dann hätten wir hier weniger Rückstoß kommen, aber wesentlich mehr Macht. Nö. Okay. Hat sich erledigt. Gut. Dann gehen wir halt mal raus. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Dann gehen wir halt zu Tweaks Kaffee. Das Ganze ohne Schnellreise. Ja, ist nicht so weit. Was machen die Chaos-Lakaien da? Euer Chef ist bei mir. Falls ihr das noch nicht wisst. Toolchat ist da! So, und einmal frei. Dankeschön. Die Stirn. Niemand! Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprech ihn an. Ja, den sprechen wir gleich an. Erstmal verdreschen wir ein paar Chaos-Typen. Essen ist serviert! Ihr seid das Essen! Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause... Ja. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. So, hier wird nicht mit Schuriken geschmissen. Das kann nämlich böse ins Auge gehen. So, wir verdreschen den hier. Wunderarsch gibt buchstäblich Gas.
Schwere zur Action! Er kommt halt nur so ran. Dann kannst du den noch ausschalten. Frissen und weg! Das hat gesessen! Ach ja. Das haben die ja zur Angewohnheit. Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf! Bist du einfach mal weg? Holzschlitzer! Ja! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann! Nicht, dass die hier irgendwas könnten, aber... Keine Gnade! Ach, meine Güte, ich versuche die ganze Zeit zu mashen, das bringt halt nichts. Selbst bei Flug auf der Hufhäuser sahen die Effekte besser aus. So. Kylo! Lauf heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! Und auf die Schnauze. Ha! Ausgenommen. Das könnte jetzt kritisch werden. Ach ne, der springt immer nicht. Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever! Auch mit Lava nach nicht zu schmeißen. So. Ach komm. YOLO. GG, Leute! Okay, er hat sich nicht in die Luft gejagt. Gut. Alles gut. So, wir sollen mit irgendeinem Typen in einem roten Shirt reden. Du nicht, du nicht. Hallo? Oder meinen die den, Typ vom, Kino? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Okay, scheinbar ist der drin. Das ist ja zu einfach. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist's für dich? So ist's brav, Neuer. Aber jetzt mache ich's dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Wo das nur herkommt. So, wir sollen... Oh. Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Ja. Shitty Ninjas auf jeden Fall. Du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht in Stadt, Selbstjustizler. Und jetzt? Du musst dich stellen allen gleichzeitig. Gruppenführer, King Diaoma! Sechstklässler! Raisin Skulls! Sie klauen uns unsere Jobs! Krebsmenschen! Haha, Selbstjustizler, alle sauer auf dich. Du bereit machen für Sterben. Okay, das könnte nervig werden. Diese Sechstklässler wollten bloß Titten sehen und du hast sie gekillt. Zeit für Sterben. Wow, echt cool. Nicht bevormunde mich, Kind. Trifft halt immer gleich viele so. Entweder hier mit 4 oder hier 4. Der Kerl kann verwirren. Du bist tot!
Dafür machst du aber verdammt wenig Schaden, Mädel. Du hast meine Freunde verprügelt! Das darf nur ich! Mein Werkzeug ist bereit! Schade, dass er nicht hier hinten hin kann. Das wäre halt perfekt gewesen. Ich dachte, Ninjas können sich in Rauch verwandeln und so. Los geht's, Neuer! So, ihr kriegt auf die Schnauze. Nein. Nein, das lässt du sein. Du kannst ja viel, ne? Aber das kannst du auch einfach sein lassen. So. Der Furz hatte es so richtig in sich. Sieht aus wie Krebs. Hilf den Menschen. Oh, ihr seid alle so interessant. Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln. Holen wir uns mal noch ein bisschen mehr Hilfe. Weil, warum nicht? Es kommt direkt auf uns zu! Danke, Onkel Jimbo! Das war nett. Wenn die zwei da links liegen geblieben wären, wäre es noch besser, aber hey, man kann ja auch nicht immer alles haben. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. So, du hältst dich mal bitte wieder auf. Finger weg von meinem Sissi! Jetzt wirst du niemals Titten sehen, Viertklässler! Unhöflich. Ran an den Speck! Zieh! Geil, hast du in dem Gürtel was, um meine Rüssel zu spitzen? So. Du kriegst das hin! Frage ist, schalten wir den aus? Den Krebsmenschen erstmal. Ah, der überlegt das sogar. Schönerei! Oh, dieser Krebs. Oder auch nicht. War echt süß. Naja. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Los geht's! So. Tut mir leid, Mysterion, aber dafür macht es zu viel Schaden. Vorriegel für alle! Easy. Mitch Connerhut. Okay. So, der Tod kommt in vielen Varianten. Ich frage mich, warum ich das da oben fotografieren kann. Ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Ja, Cartman. Hey, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Ja, währenddessen. Stopp jetzt, sonst hole ich den echten furzenden Selbstjustizler. Verprügeln wir mal ein paar Leute. Mal wieder. So, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder in die Luft jagt. Wirkte total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Wow. So, Toolshed. Doppelschraube. Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Das sind ganz klar echte. So. Du machst nix. Ich hab Lust drauf, du bitte nicht. Gucken, ob wir den Tod kriegen. Ja, vielleicht. Der Furz hatte es so richtig in sich. Das wird unschön. Jo, so kann man es auch ausdrücken. Angriff aus dem Hinterhalt. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Hauen wir rein! Ach nö,
Du bist dran, Neuer. So, schalten wir den aus. Ansteckung signed. Du saugst den aus. Oh toll, noch ein Null negativ. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. So, einfach damit er sich ja nicht auf irgendwelche Gedanken kommt. Sich noch zu bewegen oder so. Ja. Entropie! Hättest du blocken sollen! Hier kommt doch Mysterio. Geblockt, meine Güte. So. Einmal Verteidigung senken und nochmal schön schaden. Halten sich deine Kräfte eigentlich ans Gesetz? Nicht mal an die Naturgesetze. Na gut, kommst du ich nehme meine ran. Blutprobe. Und du mach ihn kaputt. Sehr befriedigt. So. Hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Hier scheinen uns Gegner nach Gegner aufzulauern. Meine Güte. Oh, Kacke. Ich muss auf jeden Fall den Dingens loswerden. Erstmal den weißen Ninja da loswerden. So, du kannst ruhig machen, was du willst. Du auch. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Dezent. So. So, damit triffst du zumindest mal zwei Gegner. Gott sei Dank seid ihr Nein. Gibt ja viel, was du machen kannst, ne? Aber betören ist immer scheiße. So. Moment, der lebt noch. Halt. So. Der Furz hatte es so richtig in sich. Ja. Nervig, aber nicht zu verhindern. Keine Gnade. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. So, die Frage ist. So komme ich zumindest an zwei. My body is strong. Ninja Uni Jota. Yeah. Das tut weh. Victory to the Swift. Feind erledigt. Aha. Wen infiziere ich jetzt? Nimm die mal. Meine einzigartigen Talente im Dienst der guten Sache. Jetzt wird genadet, ihr Wichser! Ich kann die nicht beide gleichzeitig erwischen. Todesschrauber! Die gehören meinem Dad, ich brauch sie also zurück. Dann verdreschen wir erstmal die eine. Bestellt, ihr Süßen! Hey ihr Süßen, ich hoffe ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. So. Es ist soweit. Unhöflich. Das gibt Rache. Ja, gibt es auch. So, tut mir leid, Mysterion, aber... Die sind im Arsch. Kommt er eigentlich immer zurück? Das ist ja nützlich. Es hat halt auch den Nachteil, dass man ihn nicht wiederbeleben kann. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer, wie ein Bohrer. Hm.
Wie schmeckt dir das? Wow. Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz. So. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Unterkühlt. Ach schon, der konnte ja nicht, wie heißt's? Er konnte ja nicht Schaden machen, wenn er ein Geist ist. Mach Gebrauch davon! Ja. So, Lady. Auf Wiedersehen. Sanktion, aber mit Inklusion. Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Das ist durchaus möglich, Cartman. Gehen wir doch mal zum Waffenladen. Ich darf keine Schnellreise nehmen. Hi Colgirl. Tschüss Colgirl. Was kommt in der Gasse auf uns zu? Nichts? Was? Halt, stopp. Das überrascht mich jetzt. Hallo? Warum ist das eigentlich immer so weit? Das macht so Spaß! Wir sollten öfter Selbstjustiz üben. Nein, ihr könnt mal die Klappe halten. Warte, jetzt hast du Angst vor uns? Nö, aber ich habe keine Lust auf euch. Das ist ein Unterschied, Mädel. So, Jimbos Waffenladen. Warum ist der denn so weit weg? Muss der am anderen Ende der Stadt sein? Die Frage ist, wie viele Gruppen warten noch auf uns, um uns zu verdreschen? Niemand, der aus der Tür gesprungen kommt. Ich bin enttäuscht. Lasst schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. So, weil wir, glaube ich, noch ein paar Ninjas besiegen müssen. Mit dem da rechts fangen wir an. Los, mein Arsch! I am like mountain. Oh, Ninja, Sokto wa. Nö. Du machst nix. Him. Schaffen wir's? Ich glaube nicht. Und der Arsch gibt buchstäblich Gas. Moskita auf Blutjagd! Dang it. Ich weiß nicht, was du konntest, also. Auto! Auto! Los, hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute! Gut, dass das nicht Cassie war. So, okay. Cassie, Entschuldigung. Ninja Action Junbi! Ninja Tsunami! Unhöflich. Startklar! Ja. Du bist weg. So geht's! Los geht's! Mysterion. Hala! Mein Kung Fu ist Yakaguna! Warrior Spirit ready! Unhöflich! Ninja Attack Power Supreme! Horangi Guan! Wieso geht der auf Nahkampfreichweite für den Shuriken? Hab ich nicht verstanden. Und los geht's! Du schaltest den mal aus. Du trittst den mal zu uns. Machen Abflug. Okay. Das war's für dich. Nee. Dauert zu lange.
So eine Ultimate-Animation. Für die Freiheit und die Pearls. Und die freien Pearls und, ja. Jimbo, kannst du Spaß, der Waffenladen. Jaha, ich hab's verstanden. Hukacknase. So, da haben wir's. Hallo? Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Du hier. Verbrechen mit Dämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Spielplatz. Ich sehe gewisse Parallelen zwischen Mitch Connor und so einem gewissen aktuellen amerikanischen Präsidenten. Ich weiß nicht warum. Naja, einer gewissen blauen Partei, aber dazu später mehr. So, da können wir noch ein Bild aufhängen. Wie viele müssen wir noch aufhängen? 3 Stück, okay. Kriegen wir irgendwann hin. So, wir müssen zum Spielplatz, wer es nicht verstanden hat. So, die Frage ist, wo war der Spielplatz? Wie kam man am schnellsten zum Spielplatz? Einfach immer weiter geradeaus. Die Frage ist, warum müssen wir laufen? Ich weiß ja, von wegen, dann kann man hier schön noch ein paar Gegner hin platzieren, aber sie tun es ja noch nicht mal wirklich. Das ist ja das Problem an der Sache. Und den meisten kann man halt auch einfach ausweichen. Das ist ein bisschen nervig. So. Spielplatz. Ich komme. Na komm. Da sind wir. Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut mir leid. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn... Wuhu! Ja, Natalie, halt einfach die Klappe. Das sollte reichen. Tut mir leid. Jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Komm her. Ich habe einen Satz heiße Ohren für dich. So. Das Chaos ist stärker als du. Ich habe ihn geortet. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Na dann. Sie gehört, Freedom Pearls. Los zum Gemeindezentrum. Gehen wir doch mal zum Gemeindezentrum. Ich würde aber sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen. Nee, Quatsch, nachher wieder. Zu South Park The Fractured Butthole. Bis dahin. Ciao.